Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit den McDonald's Stickern für das FIFA World Cup Russia Sticker Album von Panini. Und damit seid nochmal herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video. Heute wollen wir uns mal die McDonald's Sticker für den Mittelteil des neuen Sticker Albums zur FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Russland von Panini anschauen. Dazu, ihr seht schon im Bild, haben wir heute 5 der bei McDonald's erhältlichen Stickertüten am Start und gleichzeitig auch noch mein Album. Und was das Besondere an diesem Album ist, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie komme ich an diese McDonald's Stickertüten, nun, das ist ganz einfach. Die sind im McDonald's Happy Meal enthalten. Und das seht ihr auch, wenn ich euch mal so eine Happy Meal Box zeige. Da ist das schön drauf abgebildet. Vom 5. April bis 16. Mai gibt es die 9 exklusiven Panini-Sticker im Happy Meal. Das Happy Meal kostet 3,99 €. Dafür bekommt ihr eine Stickertüte. Ist in dem Fall natürlich nicht ganz günstig. In diesen Stickertüten sind 3 der speziellen Sticker und 2 normale Sticker. Heißt also, im günstigsten Fall müsst ihr euch 3 Happy Meals kaufen. Wenn es schlecht läuft, ein paar mehr. Aber wie die McDonald's Sticker so in diesen Stickertüten verteilt sind, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Warum das Album da liegt, das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Das habe ich in diesem Video nochmal dabei, weil es eine ganz spezielle dritte Version des Albums ist, die man so bisher noch nicht aus dem Handel kennt und die es dann wohl nur bei McDonald's gibt. Und das kann ich euch mal zeigen, worin sich das Album unterscheidet. Das ist nämlich nicht wie die anderen Softcover, also es ist ein Softcover, was ihr hier seht, auch leicht biegsam, aber es ist gebunden. Also ihr seht das hier hinten, das ist nicht geheftet wie die normalen. Ich kann euch auch nochmal ein normales Album zum Vergleich holen. Ihr seht, hier sind die Klammern drin beim normalen, das ist entsprechend geheftet. Bei den normalen blättert leider auch relativ schnell die Farbe hier hinten ab. Und das ist der Vorteil dieses McDonald's Albums, dadurch, dass das gebunden ist, kann das nicht so leicht passieren. Hier seht ihr das Ganze auch nochmal von hinten. Und inhaltlich ansonsten komplett gleich. Aber das Schöne ist, wie gesagt, es fühlt sich auch insgesamt ein bisschen stabiler an und hält mit Sicherheit auch ein bisschen länger als die geheftete Ausgabe. Also wenn euch das Hardcover mit den 10 Euro, die das Starterpack kostet, etwas zu teuer ist, dann kann man euch eigentlich nur diese Ausgabe empfehlen, denn die ist noch ein bisschen stabiler als das Softcover. Um daran dran zu kommen, müsst ihr einfach mal bei McDonald's fragen. Also mir hat man gesagt, das bekommt man, wenn man Mitglied im Junior Club ist. Aber je nachdem, wer bei McDonald's da an der Kasse steht, vielleicht bekommt ihr eures auch so, ohne da Mitglied in diesem Junior Club zu sein. Aber vielleicht seid ihr ja auch Mitglied im Junior Club, dann ist das natürlich gar kein Problem. Das also zu dieser dritten Album-Variante, die es noch gibt, neben dem gehefteten Softcover und dem Hardcover. Und da einige von euch ja auch schon gefragt haben, also generell würde ich euch immer zum Hardcover raten, da das einfach die stabilste und edelste Ausgabe ist und auch innen drin die Seiten noch ein bisschen stabiler und kräftiger sind, sodass da die Haltbarkeit mit Sicherheit um einiges mehr gegeben ist und ihr auch noch ein paar Jahren was davon haben werdet. Aber wenn euch, wie gesagt, das Hardcover zu teuer ist, dann ist dieses Softcover von McDonald's sicherlich die beste Alternative. So, das zum Album und jetzt gucken wir noch mal in die Stickertüten und was uns da an Stickern von McDonald's erwartet. Und ihr seht das, es geht los mit einem der normalen Sticker mit Tom Rogic von Australien. Dann haben wir den ersten der speziellen McDonald's Sticker, Mesut Özil, Julian Draxler und Timo Werner. Und die packen wir jetzt mal hier mit drauf. Dann gucken wir ins zweite Päckchen. Und das ganz Interessante, das seht ihr hier, die normalen Sticker haben keine Nummern. Also da müsst ihr dann im Album suchen, wo die eigentlich hingehören.
Wir haben Hector Herrera aus Mexiko. Dann haben wir Manuel Neuer, Mario Götze und Thomas Müller. So, und dann haben wir schon, ach, Leroy Sané hätte ich euch fast vergessen zu zeigen. Also noch ein Deutscher zusätzlich im Paket. Und eigentlich so viel haben wir nicht. Können wir die auch mal hier entsprechend hinlegen. Und den untersten habe ich vorhin, glaube ich, auch vergessen mit Kevin De Bruyne. Also gut bestückt, die McDonald's-Pakete. Und dann gucken wir mal ins dritte, nachdem wir jetzt schon 5 der 9 Sticker haben. Läuft ja eigentlich ganz gut. Das geht los mit einem russischen Spieler, Alexander Kokorin. Dann haben wir mit Thomas Müller den ersten Doppelten. Dann nochmal Manuel Neuer und Toni Kroos. Also da haben wir den 6. und Nikolai Jürgensen für Dänemark noch als normalen Sticker. Und dann schauen wir mal weiter. Es geht weiter mit Fedor Smolov. Und da haben wir Jerome Boateng als Goldsticker. Der hebt sich nochmal ein bisschen von den anderen McDonald's-Stickern ab. Dann haben wir nochmal Manuel Neuer, Toni Kroos und Pion Sisto. Und jetzt haben wir 8 von den 9 Stickern. Da hoffen wir mal, dass hier jetzt noch der 9. drin ist. Es geht los mit Björn Sigurdsson aus Island. Dann haben wir Timo Werner und nochmal Timo Werner. Also das ist jetzt ein bisschen schlecht gepackt. Und Mesut Özil und Sergio Ramos zum Abschluss. Und da ich noch ein Päckchen über habe, ich wollte eigentlich nur 5 verbrauchen, aber jetzt verbrauchen wir doch das 6. Vielleicht finden wir da dann unseren 9. McDonald's-Sticker. Es geht los mit Irving Lozano. Dann haben wir nochmal Jerome Boateng, Mario Götze und Thomas Müller. Also es bleibt dabei, wir bleiben bei 8 Stickern. Hier haben wir noch Christian Bolaños. Einer fehlt uns somit noch. Und sofern ihr den Artikel auf der Webseite gelesen habt, da habe ich euch ja vor ein paar Wochen schon gezeigt, welches die McDonald's-Sticker sein werden. Dann wisst ihr natürlich genau, dass Mats Hummels noch fehlt. Daran seht ihr jetzt auch schön, dass natürlich ein bisschen Glück dazugehört, die 9 Spieler aus möglichst wenig Päckchen zu ziehen. Für mich heißt das in dem Fall, ich muss noch ein Happy Meal essen, um dann hoffentlich Mats Hummels im nächsten Päckchen zu finden. Ja, das waren nach dem Artikel auf der Webseite jetzt die McDonald's-Sticker auch mal live im Bild, so dass ihr einen Eindruck bekommen konntet, was euch so in diesen McDonald's-Sticker-Tüten erwartet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann drückt doch nochmal auf den Like-Button, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht regelmäßig dabei seid und das nächste Video nicht verpassen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.